Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge hier von Let's Play Transport Fever. Und wir haben beschäftigt und unsere Bahnstrecke, die hier rauskommt. Und dies sollte ja hier nach Putzel gehen. Und diese wollten wir direkt nach Beltheim anschließen. Und dann machen wir das gleich mal. Zack. Und ich glaube, da müssen wir hier nochmal durch den Tunnel gehen, oder? Nee, noch nicht. Aber hier. Genau. Kommen wir dann hier raus. Wenn wir den gerade ziehen, natürlich die Strecke. So, müssen wir mal gucken, wie hier die Bahnhofsaufteilung ausschaut. Weil hier schaut aus, als würde hier noch ein Gleis frei sein. Für eventuelle Sachen, die wir gerade vorhaben. Nehmen wir doch gleich. Nehmen wir das doch gleich. Wo kommen wir raus? Hier kommen wir raus. Zack. Zack. Passt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft, meine lieben Freunde. So, machen wir das gleich hier auch mal. Mal die Pause unterbrechen. Wir haben natürlich jetzt freie Auswahl. Zack, zack, zack. Was nehmen wir denn jetzt für Gleis? Wenn wir dann noch so ein großes Gleis nehmen, würde ich doch schon eher vorschlagen, dass wir hier so eins aus der Mitte wegnehmen. So gerade wie möglich. Zack. Und dann gucken, wo unsere Strecke ist. Da ist unsere Strecke. Wir gucken uns das mal an, wie das ausschaut, wenn wir das jetzt so machen. Erstmal den da und den da. Da kommt eine riesen Brücke rein. Hier noch eine kleine Brücke. Eine riesen Brücke. Lassen wir das lieber mal. Gehen wir ein bisschen durch das Waldstück durch, um die Landschaft nicht zu verschandeln. Hier kommt jetzt natürlich eine Stelle, wo eine Brücke nicht ausgeschlossen ist. Na, das ist doch eine etwas längere Brücke, aber nicht so lang wie vor uns. Wie vor uns. Das sind alles noch 120er. Okay. Okay, jetzt erstellen wir hier mal zwei Linien. Zwei hübsche Linien von hier. Natürlich brauchen wir zwei Linien. Zack und zack. Ich weiß nicht, warum die genau jetzt grün und blau sind. Vielleicht nicht so prickeln. Warum die mal gelb und orange. So, gelb. Hinzufügen. Und zack. Hat's das jetzt mal. Und hier hinzufügen. Und zack. Und das hat's auch angenommen. Das ist doch gut. Tun wir die mal benennen. Das ist dann der Zug 33
von Alf außen nach Pustol. Und der Zug 34 von Alfhausen nach Beltheim. Beltheim. Zack. Haben wir die zwei. Hätten wir hier auch ein Depot, was die anschließt. Nicht wirklich, ne? Das ist, sind so ziemlich die zwei äußersten. Haben wir denn hier das nächste Depot? Ist ein bisschen weit weg, das wird glaube ich nicht angenommen. Das ist hinten, das kann nicht angenommen werden. Zumindest für den orangenen hier, für die orangene Linie könnten wir von hier hinten was ziehen. Also das ist hier das Depot, das wird glaube ich auch nicht angenommen, weil das ziemlich weit weg ist. Also gucken wir mal hier, ist hier ein Depot in der Nähe? Na, hier ist ein Depot in der Nähe, da können wir das für die gelben nehmen. Da ist noch keine Linie verbunden. Machen wir das nochmal schnell. Zack. Na, gehen wir hier nochmal an dem Gebiet vorbei. So. So. Warum ist das hier so komisch? Muss ich hier einen eigenen Weg gehen? Zum Depot. Oder ich gehe einfach hier rein. Vielleicht das Allerbeste. Zack. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts an den anderen Linien verändert. Nein, das ist alles so geblieben. Alles super. Super, super, super. So, Zug 33 wird verlangt. Züge kaufen. Zack. Und Wägelchen. 1, 2, 3, 4, 5. Alle zuweisen, Linie 33. So, können wir das schon mal wegmachen. Ist hier hinten irgendwo ein Depot? Hier ist ein Depot, das ist gut. Züge kaufen, den da und hier 1, 2, 3, 4, 5. Und da kommt auf die 34 und das hat auch geklappt. Super. Dann gucken wir mal, wie sich die hier verlaufen. Und gehen wir hier vorne rein.